Herzlich willkommen zurück bei Blackguards. In der dritten Prüfung des Namenlosen. Und wie ihr seht, wir haben einen kleinen Weg vor uns, der gebrandmarkt ist mit Feuerstellen. Und wir werden versuchen, diese Feuerstellen natürlich zu durchqueren, ohne Schaden zu nehmen. Allerdings frage ich mich, was das hier ist. Ob das automatisiert ist, ob das agiert, wenn wir hier irgendeins dieser, dieser Hebel umlegen, irgendeinen. Das könnte nämlich sein, dass das hier so eine Art Flammenwerfer ist, der dann plötzlich angreift. Was Fakt ist, sobald wir hier stehen, können wir eigentlich von diesem hier nicht mehr angegriffen werden. Das heißt, wir hätten natürlich auch die Möglichkeit, jetzt mal rein theoretisch, uns korrekt zu positionieren und dann eigentlich gar nicht mehr von den Ogern angegriffen werden zu können, wenn ich das jetzt richtig sehe. Ich weiß bloß nicht, wie dieses hier sich auswirkt. Das sollten wir dann vielleicht nochmal ausprobieren. Ich werde mich jetzt erstmal hier so leicht in Position begeben und nochmal kurz abwarten. Einfach mal gucken, was hier so passiert. Und unsere zwei Magier in Sicherheit bringen. Hoffentlich in Sicherheit. Denn wenn das hier plötzlich losgeht, automatisch, das wäre natürlich ungünstig. Aber ich verstehe, die bewegen sich überhaupt nicht. Auch interessant. So, können wir denn Feuerschaden irgendwie mit Zaubern noch vergrößern? Feuerresistenzen? Okay, damit hätte sich diese Frage beantwortet. Alter Schwede, was für eine unfaire Sache. Und das dreht sich ja auch nicht mal. So, jetzt will ich aber trotzdem erst wissen, was passiert, wenn ich hier diesen Hebel betätige. Nein. Da war die Hitbox noch nicht richtig. So, jetzt. Mal gucken, dreht sich das Teil? Nein, es dreht sich nicht. Interessant. Sehr interessant. Alles sehr interessant. Ich weiß nicht ganz genau, was hier passiert. Aber ich laufe mal mit unseren zwei Nahkämpfern vor. Und erstmal gucken, ob wir den hier vielleicht einfach umrunden können, ohne dass wir den überhaupt angreifen. Weil eigentlich könnten wir jetzt schon hier weiterlaufen, zum nächsten Bereich. Interessant. Alter Schwede. Aber das hier, das Ding meint es nicht gut mit uns. Ich frage mich bloß, wo das... Ob das jetzt immer so bleibt, aber das kann ich mir gar nicht vorstellen. So. Ich weiß, das ist jetzt riskant. Aha. Jetzt will er dann doch mal mitmischen. Das ist natürlich blöde jetzt. Aber vielleicht können wir trotzdem jetzt hier schon den nächsten umlegen. So. Sehr gut. Dann wird jetzt wahrscheinlich auch gleich dieser Oger dahin laufen. Deshalb... Alter, wie weit kannst du denn schießen? Das gibt's ja gar nicht. Aber gerne doch. So. Da haben wir aber auch relativ wenig Astralpunkte inzwischen. So, das Ding schießt ja relativ weit anscheinend. Wenn wir jetzt hier hinlaufen, dann ist natürlich der Oger... steht dann
stellt sich dann so hin, dass wir da hier gar nicht mehr durch können. Und wenn wir jetzt durchlaufen, wenn ich jetzt durchlaufe, dann bin ich tot. Gucken wir mal, was passiert. Ja, das war klar. So, Naurim. Ich meine, so ein bisschen Guerilla-Taktik hier gerade. Was macht denn der Ogre, wenn wir jetzt hier entlang laufen? Kommt er dann zurück? Das wäre doch interessant. Gar nicht so verkehrt. Vielleicht können wir die doch noch austricksen. Vor allen Dingen, wenn ich mit Zurbaran nochmal dazu komme, den Acceleratus vielleicht auszusprechen. Aber das ist schon mal ganz gut, dass die beiden jetzt voneinander entfernt stehen. So. Ja, ich sollte mich erst einmal kurz heilen. Oh oh. Wie schön, wie er da in die Knie gegangen ist. So, genau, darauf habe ich gehofft. Das ist sehr gut. Das ist sehr, sehr gut. Und hier werden wir jetzt mal ein zurückgehen und jetzt bleibt uns nichts anderes übrig, als hier so ein bisschen anzugreifen. Immerhin, wenn wir den von hier aus platt kriegen und klein kriegen. Dieser hier, der ist echt unangenehm, aber ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass hier überhaupt noch zwei sind, weil er sonst nämlich sich einfach drehen würde und dann in die Position schießen würde, in der sich halt Helden befinden. Könnte ich mir sehr gut vorstellen. So, uns bleibt eigentlich auch nichts anderes übrig, als ein bisschen abzuwarten. Gott sei Dank macht er nicht allzu viel Schaden. Deshalb kann ich hier nochmal heilen und ich hoffe, dass ich jetzt mit Sergeant Rumpel hier weiterkomme. Oh, der kommt doch noch ein bisschen näher. Ah, der läuft schon wieder darüber. Dammit. Das war zu schnell, dass ich da wieder hochgezogen bin. Aber nicht so schlimm. So. Hier können wir jetzt aber schön genüsslich zustoßen. Nach und nach. Ich nehme an, dass wir die halt dann doch noch kaputt machen müssen. Dass uns das nichts bringt. Dass wir hier warten. 35, 70, 95. Mal 70. Zwerg gegen Riese. Und auch hier wird es jetzt nichts anderes helfen, als dass wir hier tatsächlich drauf gehen so ein bisschen. Mal gucken, was wir mit dem Ignifaxius für Schaden machen. Ihr blöden Wichser, ey. Gebt dem tatsächlich eine Resistenz von, also eine Zauberresistenz hier. Nee, das ist gar nicht, eine Feuerresistenz wahrscheinlich. Von 99%. Das ist ja wohl unfair. Na gut, dann hilft das wohl alles nichts. Wie komme ich denn jetzt hier raus, verdammte Axt? Da muss ich doch noch mit den anderen Zweien hier arbeiten. Auch wenn ich hier hinlaufe. Ja, das gefällt ihm nicht, dass er nur angegriffen werden kann. So, da läuft er jetzt doch mal näher. Das ist interessant. Da kann er mich noch angreifen, da auch.
35, der hat nur noch 4, das ist ja gut. Irgendwie sind die in der Verteidigung, glaube ich, nicht so stark. Naja, aber im Ausweichen anscheinend. Da, guckt euch an, jetzt hat er sich gedreht, wusste ich es doch. Dieses unglaublich ätzende Gerät hier. So, aber jetzt kann ich mit Sergeant Rumpel weiterlaufen. Und jetzt ist die Frage, ob ich es mit ihm auch schaffe. Oder ob ich da noch warten soll. Der ist ja beim nächsten Mal... Ah, könnte aber sein, dass ich es tatsächlich hinkriege. Gott sei Dank machen die nicht so wirklich viel Schaden. Der hier läuft immer hin und her. Also mit Sergeant Rubel bin ich auf jeden Fall durch. Da habe ich es das habe ich geschafft. So, und da stirbt jetzt der Erste. Und hinterlässt einen Berg von Gedärmen. Wie wir das so kennen. So, der Wuchtschlag war wohl nicht so gut. Dann machen wir lieber normale Attacke. Die kriegen doch auch relativ viel Schaden. Boah, 24. Das ist ja unfair. So, jetzt kann ich mich aber hier in Sicherheit bringen und hier nochmal schön einen Balsam draufhauen. Dann ist er sogar noch dran und darf laufen. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir den in Sicherheit bringen. Nicht ganz, leider. Der wird hundertprozentig angegriffen und könnte sein, dass der in der nächsten Runde auch wieder liegt. Ah nee, der liegt ja schon jetzt. Wegen dem Passierschlag, den habe ich ja völlig vergessen. So. Hilft alles nix. Aber wir können jetzt hier gemeinsam auf den drauf gehen. Todesstoß hat eigentlich immer ganz gut funktioniert hier, ne? So, Naurim ist ziemlich down. Ich glaube, hier würde ich tatsächlich mal einen Heiltrank nehmen. Zur Sicherheit. Also müssen wir den doch leider. Boah. Deshalb haben die wahrscheinlich auch so eine riesen Resistenz. Weil die natürlich in diesem Bereich besser mit einer Feuerresistenz ausgestattet sind, wenn es sowas gibt wie einen Feuerballwerfer, einen automatischen. Dann macht das natürlich auch Sinn, dass die... So, jetzt mal gucken, wenn ich jetzt hier entlang laufe, da und da, dann wird er mich zwar angreifen, aber immerhin kriege ich keinen Passierschlag. Lächerlich. Ha! Er lebt sogar noch. Alter Schwede. Hat der Zoberan mal so eine Axt von einem Riesen. Nein. Jetzt haut er daneben. Das wäre doch nicht notwendig gewesen. Ach komm schon. Wieso weichst du denn dem jetzt immer aus? So. Also. Damit kann ich ihm ja jetzt nicht so viel Schaden zubereiten mit dem Feuer. Aber... Wie wärst du mit meinem Culminatio, den ich nicht ausführen kann, weil ich nicht genug Zaubertrank getrunken habe? Tun wir das doch mal. So. Dann würde ich sagen, heißt es... Ach, dammit! Da oben hättest du langlaufen müssen. Das gibt's doch gar nicht. Es sind zu viele. Nein, es sind nicht zu viele. Wir müssen nur treffen. Das ist jetzt auch riskant schon wieder. Die sind schon... Beide ziemlich down momentan. Gleich ist aber der Zauberer da. Den Sergeant kann ich ja mal dahin packen. Die kriegen auch langsam. Sehr langsam. Nein! Hier müsste ich eigentlich noch sicher sein. So ein bisschen Stellungskampf hier jetzt gerade. Wieso darf ich den... Ach so, weil der da steht, ja. Wahrscheinlich. So, dann können wir das jetzt aber trotzdem nochmal versuchen. Mit einem Kugelblitz. Mal gucken, was der Kugelblitz hier so ausrichten kann. Puh. Ja, lächerlich. Gar nichts. Gefühlt gar nichts.
Na gut, dann wird wohl der Zoberan. Komm schon. Ich will jetzt, dass der stirbt. Jawoll. Der Zoberan erstmal liegen bleiben. Denn mit den Magiern scheine ich gegen den nicht wirklich anzukommen. Was ich aber machen könnte, wäre das natürlich, ne? Ach Gott. Kriegt er den wieder nicht repariert hier. So, und jetzt ist die große Frage. Jetzt könnte ich natürlich mit den drei übrigen laufen, weil der holt uns, glaube ich, nicht mehr ein. Oh, und Zoberan ist sowieso weg, sehe ich gerade. Das heißt, eigentlich macht es auch Sinn zu laufen. Und das ist nur noch eine Frage der Heiltränke. Ich hoffe mal, dass wir irgendwie eine Möglichkeit bekommen werden, uns zu regenerieren oder sowas. So, jetzt lauf, Sergeant. Diese zwei fiesen Kadaver. Ich glaube, das kriegen wir sogar hin. Das hier ist vor allen Dingen unangenehm. Dadurch, dass wir jetzt hier noch warten müssen, kriegen die beiden natürlich da ständig irgendwas ab. Oh, der kommt uns ja nicht mehr nach. Ja, ist ja gut jetzt. So, bitte lass mich jetzt mal ein bisschen ausruhen. Das wäre nett. Irgendwie müssen wir diese Kammern überstehen, ohne die Götter zu erzürnen. Warum? Die Prüfungen wurden von Urias gemacht, nicht von den Göttern. Wir wollen ihn besiegen, also sollten wir unsere Kräfte schonen und so viel Macht ansammeln wie möglich. Das ist ein guter Plan, würde ich jetzt mal sagen. Die Gruppe ist ausgeruht, jetzt müssten wir eigentlich hier nochmal zurückgehen können. Und uns auch heilen, um die Wunde zum Beispiel hier zu versorgen. Heilung. Wir brauchen eine. So, sehr gut. Hier, Errungenschaft nochmal freischaltet. Jetzt bin ich ein Halbgott-Medikus. Sehr gut. So, was hast du noch anzubieten? Jetzt mal gucken, was er noch anzubieten hat. Diese Irian-Weinschienen wären ja jetzt die Frage, ob wir die vielleicht mal tatsächlich uns zusammenkaufen. 40, 50, macht 90, 110. Es fehlten noch die Schuhe wahrscheinlich, ne? Die Irian-Handschuhe, Irian-Beinschienen, Irian-Harnisch. Das werde ich mir mal so ein bisschen überlegen. Und bis zur nächsten Runde weiß ich dann, ob ich sie mir kaufen soll oder nicht. Mal gucken. Ich bin noch unschlüssig. Ich werde mich mal da genauer umgucken, was zum Beispiel hier die aktuellen Rüstungen alle so haben. 90, 80, 80, 80, 40, 20. Nee, da kommt die nicht dran. Da kommen die nicht dran. Bis auf den Feuerschaden ist alles besser. Lohnt sich also bei Takate zum Beispiel schon mal nicht. Was ist bei Naurim? 90, 50, 60, 50. Ich glaube, da könnte das anders sein. 90, 50, 50, 50, 20, 20. Das heißt also Feuerresistenz ein bisschen mehr und sonst dafür den Stichschaden ein bisschen weniger. Huch. Also,
Das ist ja merkwürdig. Eigentlich müssten die doch dann bei den in den Klammern das bei dem gesamten einen anderen Wert anzeigen. Verstehe ich jetzt nicht so ganz. Also wenn man Harnisch gegen Harnisch vergleicht, ist er schlechter. Was ist denn jetzt Beinschienen gegen Schuhe? Naja, ich glaube, das hat mich noch nicht so ganz überzeugt. Wir werden sehen und uns in der nächsten Folge wiedersehen. Bis dahin, habt einen schönen Tag, einen schönen Abend. Tschüss.